Spieler als Anzahl am wenigsten. Kannst du schon, dass du das Caps hast? Nö. Jetzt. Ah, lol. Du musst aussteigen dafür. Auto reicht nicht. Zack, zack, zack. Hier liegt direkt eine Waffe. M4-2. Hier liegt ein Helm, komm mal her. Ernsthaft? Ja. Ich wollte gerade sagen, schnell noch einen Helm looten. Allein, was hier schon für Waffen rumliegen, ist halt abartig. Lootest du unten gerade, oder was? Jo, hab schon zwei Waffen. Auto, Lader. Wo? Nördlich, der Abhang. Okay. Steigt der aus, oder was? Der ist in den Wald rein. Okay, der wird sich bestimmt... Abhang da, wo diese ganzen Stromdinger sind? Die Lichtung zwischen den zwei Wäldern? Jo. Da ist der von uns aus gesehen rechts in den Wald. Okay. Oh nice, carry all. Rettet der mit so einem Schrottlader da runter, ey. Wir haben Ruhe, Mann. Das ist auch einer, der uns jetzt ficken will. Wenn es ein ganz raffinierter Bastard ist, dann weißt du sogar, dass der Drop draußen, immer draußen dort kommt. Draußen kommt, ja. Gerade gedacht, der Wind ist ein Auto. Das kann alles sein. Weil eigentlich müsste ihm klar sein. Schüsse. Schüsse. Von dort oben. Ziemlich weit weg. Linke oder rechte Wald? Ich tipp linke Wald, so bei 20 Grad. Wenn mein Ohr mich nicht täuscht. Dann hat er auf mich geschossen. Schiss auf mich. Close war das. Close? Jo. Ich hab geklirrt am SUV. Ansonsten geh vielleicht raus und cancel mal die Mission. Wir pissen uns. Boah, da habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Das wird so abgefahren werden. Rausgehen? Jo. Geh dann gleich links oder rechts weg. So, gleich hat er die Base. Und zwar, was jetzt gerade passiert ist, werde ich jetzt vielleicht noch vors Video schneiden. Wir wollten gerade hier in Koslowska die Base eben einnehmen und quasi muss man dann 8 Minuten warten. Und dann kommt ein Drop. Und der liebe Muku hat uns aus dem Wald nördlich beschossen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen jetzt hier ab. Keinen Bock auf den Stress gerade gehabt. Und Crusher musste ja weg. Und dann bin ich mit dem SUV geflüchtet. Und habe mir dann entschieden, nachdem ich gesehen habe, dass er jetzt die Base eingenommen hat, zurückzukommen. Und da ich weiß, dass diese Base hier, die man einnehmen muss, nur einen Eingang hat, warte ich jetzt hier gerade auf ihn. In 60 Sekunden, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich in 30 Sekunden ist es vorbei. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer im großen Turm oben ist. Da müsste ich eigentlich sehen, wenn er die Treppe runterkommt. Und jo, jetzt ist da. Ich hoffe, er kommt gleich runter. Ansonsten Geduld habe ich auch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Kann natürlich auch noch sein, dass hier noch jemand anderen bei ihm ist, aber nichtsdestotrotz. Da guckt sein Lauf hervor. Er guckt jetzt noch rum. Er ist sich wahrscheinlich noch relativ unsicher, beziehungsweise erwartet jetzt auch hier einen Sniper.
Ah, er ist hier oben im Turm, oder was? Er ist gleich in dem Eingangstor. Wenn ich das richtig sehe. Schiss. Oh, er wird beschossen. Er ist dort, ja. Die Waffe packt raus. Schüsse kommen südöstlich irgendwo her. Das habe ich natürlich. Hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist jetzt hier denn los? Da drüben geht auch noch Disco ab. Ich weiß jetzt nicht, wer zu wem gehört. Das macht es jetzt für mich etwas schwierig, weil ich alleine bin. Und mittendrin. Hab nicht mal eine relativ gute Sicht, hab eigentlich nur eine Sicht auf den Eingang. Wow. Hat er mich jetzt durch die Wand gesehen? Weil ich da drin stand. Oder sind das Schüsse, was da drüben sind? Schüsse ziemlich genau aus 150 Grad. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt mein Rucksack durchgesehen hat. Kann natürlich sein, das wird ziemlich beschissen. Weil ich jetzt dann von beiden Seiten beschossen wird. Oh mein Gott. Jo, das ist jetzt eine ziemlich beschissene Situation. Alter, was ist das? Backt da das der Schussgeräusch oder es klingt, ob als einer von denen drin schießt. Der schießt komplett von der anderen Seite hier rüber. Oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ich weiß es natürlich nur nicht, wer gestorben ist, wer hier vielleicht in der Nähe gestorben ist oder wer woanders gestorben ist. Kann jetzt theoretisch von beiden Seiten beschossen werden, was relativ schlecht ist. So, mein Burschle. Danke für das Gewehr. Rangefinder. Okay. Fuck, meine Güte. Jetzt war natürlich klar, dass meine Position war offen. Shit. Ja, ich hatte falsche Scope drauf, habe mit der Waffe hier an dem Arma 3 noch nie gespielt. Deswegen wusste ich nicht, wie schnell schießt es wirklich. Weil normal schießt die ähnlich, wenn ihr die Waffe kennt, wie die M110 oder die DMR, quasi auf Mausklick, ein bisschen langsamer. Hat sie jetzt in dem Fall nicht gemacht, deswegen konnte ich den leider nicht töten. Aber gut, war trotzdem lustig. Den Gilly habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gesehen. Ich glaube, den wird es wahrscheinlich beim Secret Trader geben. Wäre nice gewesen, wenn ich mit der Ausrüstung weggekommen wäre. Aber so war es auf jeden Fall auch eine lustige Aktion. Jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich bedanke mich fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.